Hallo, ich bin Ralf König aus Hannover und hier in Hannover hat seinen Sitz auch der Gitarrenbauer Thomas Strattmann von Strattmann Guitars und ich möchte mal sein Modell hier, die Transonic, vorstellen. Eins seiner vielen Modelle, natürlich verschiedenen Modelle, die er baut. Wie man sieht, die Transonic ist eine Semiakustikgitarre. Sie hat eine normale Gibson-Mensur von 628 mm. Und beim Korpus sind die Decke und der Boden gesperrt. Die Decke besteht aus Ahorn, Pappel und Mahagoni. Und der Boden besteht aus Mahagoni, Pappel und nochmal Mahagoni. Die Zargen sind Massivmahagoni. Und für mich das wirklich Besondere an diesem Instrument ist der Aufbau der Gitarre. Da hat Thomas sich echt Gedanken gemacht und hat eine Idee aus der Flugzeugbautechnik genommen. Das erkläre ich gleich mal genauer. Denn normalerweise ist es ja so, dass wir bei so einem 335-Typ, sage ich mal, hier in der Mitte ganz durchgehend den massiven Sustain-Block haben. Dann bleibt uns hier die Resonanzkammer oben und der Resonanzkörper hier unten. Und Thomas hat jetzt den Sustain-Block ersetzt durch zwei Spanten. Und diese Spanten, die verbinden die Decke mit dem Boden und das hat zur Folge, dass sie nicht in Eigenresonanzen geraten können. Sprich, für uns Musiker heißt das, wir haben keinen Stress mit Rückkopplung. Ja, wir können die Gitarre auf der Bühne richtig, richtig laut spielen. Und dazu kommt noch, dass sie unheimlich leicht ist. Sie wiegt nämlich nur 2,8 Kilo. Und damit wir jetzt nicht hier drei Luftkammern sozusagen haben, hat er die Spanten auch noch mit Löchern versehen. Und das bedeutet, dass die Luft wunderbar innerhalb des Korpus im Instrument zirkulieren kann. Und wir kriegen einen ganz warmen, holzigen Ton. Das finde ich wirklich phänomenal, diese Idee. Wir haben dann einen einteiligen Hals aus Mahagoni mit einem verdeckten Stöckel und das Griffbrett ist aus Ebenholz, genau wie auch der Kopfplattenbelag aus Ebenholz ist. Die Bodykante ist am 18. Bund und damit ihr mal hört, wie die klingt, spiele ich jetzt mal ein bisschen was. Ich gucke immer, wenn ich so eine Gitarre in die Hand nehme, was sagt die mir? Und hier war eigentlich ganz schnell klar, so ein schöner warmer Ton und da kann man so ein bisschen was Jazzy-Bluesiges mal spielen. Ich spiele jetzt erstmal nur mit dem Hals-Pickup. Ich spiele clean, also kein Effektgerät dazwischen. Ich benutze nur ein bisschen Hall direkt aus dem Amp. Und danach erzähle ich noch ein bisschen was über die Hardware. Und spiele nochmal eine kleine Ecke mit einer anderen Soundeinstellung, aber jetzt erstmal ein bisschen Musik.
geht es auch verzerrt wunderbar. Ich habe jetzt mal einen BB-Booster dazwischen geschaltet, noch ein bisschen Delay dazu, spiele am Anfang mal nur mit dem Hals-Pickup und schalte dann mal zum Steg-Pickup rüber. Weiterspielen, aber ich wollte ja noch ein bisschen was erzählen. Zum Spielgefühl, es muss ich auch noch sagen, dass die total ausgewogen ist. Da ist es nicht so, dass man in den Bässen aufpassen muss, dass die nicht zu laut werden. Es ist alles total ausgeglichen, total schön. Auch hier der Volumenregler, der ist ganz nah an den Seiten dran. Sehr, sehr praktisch eigentlich fürs Spielen. Und bei der Hardware handelt es sich hier bei den Pickups erstmal um zwei Humbucker natürlich. Der am Hals ist ein Alnico 2 und am Steg haben wir ein Alnico 5. Die sind natürlich wie bei Thomas immer handgewickelt, ganz klar. Die restliche Hardware ist aus dem Hause Düsenberg. Das Tremolo ist ein modifiziertes Düsenberg-Tremolo und wir haben hier hinten auch noch Klemmmechaniken dran. Wunderbar durchdachtes Instrument, macht tierisch Bock zu spielen. Und wenn ihr mal in Hannover seid, guckt vorbei bei Thomas Strattmann, bei Strattmann Guitars in der Südstadt. Da ist man immer herzlich willkommen. Total nette Atmosphäre. Und ich spiele jetzt am Schluss nochmal ein bisschen was funky grooviges. Spiele da mal beide Pickups, auch wieder alles clean. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bleibt gesund. Ciao.